Genossinnen und Genossen, wir haben vorhin vom Tagungspräsidium gehört, dass unterschieden wird in Genossen und Gäste. Da ich beides bin und sollte ich die Redezeit überschreiten, bitte ich als Gast behandelt zu werden. Ich habe drei kurze Themenkreise, die ich gerne anreißen möchte und ich hoffe, dass diese Worte dann vielleicht hier auch auf fruchtbaren Boden fallen. Als erstes das Problem Altanschließer. Da lohnt es tatsächlich, einen Blick in die Historie zu werfen. Es war tatsächlich die CDU-SPD-Koalition, die dieses Thema Altanschließer aufs Trapez gebracht hat und die gesetzlichen Voraussetzungen meinte zu schaffen, Altanschließerbeiträge zu erheben. Soweit ist die Historie auch wahrheitsgemäß hier wiedergespiegelt worden. Wir haben dann auch noch richtigerweise zu verzeichnen, dass wir dagegen waren, dass diese Altanschließerbeiträge erhoben werden und haben das auch in unser Wahlprogramm geschrieben. Und das vergessen sich ja auch einige. Und wenn ich heute also manchmal einen Herrn Pethke von der CDU höre, da fällt mir der Titel eines Buches von Ensikat ein, das Schönste am Gedächtnis sind die Lücken. Oder es gibt noch einen anderen Spruch, die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Aber wir haben danach auch unseren Beitrag dazu geleistet, dass diese Altanschließerbeitragserhebung eben keiner Lösung zugeführt wurden. Wir haben es versäumt, in den Koalitionsverhandlungen durchzusetzen, dass tatsächlich eine Verjährungsregelung geschaffen wird, die dazu geführt hätte, dass die Altanschließerbeiträge eben nicht erhoben werden. Wir waren nicht in der Lage, gegen die SPD diese Forderung durchzusetzen und auch das gehört zu der Wahrheit. Die Frage wäre, wie man da hätte damals reagieren sollen. Hätte man da die Frage stellen wollen, wollen wir wirklich regieren oder wollen wir eben genau diese Kröte schlucken? Und die Partei hat sich offenkundig entschieden, dieses Prinzip auf dem Altar der Macht zu opfern. Es ist ein Prinzip, was uns sicher, oder der Bruch dieses Prinzips wird uns noch lange hinterherwirken, weil wir haben nämlich ein Grundprinzip und einen unausgesprochenen Konsens in der Partei gebrochen, der nämlich lautet, wir werden die Besitzstände von ehemaligen DDR-Bürgern nicht antasten. Und genau diese Kernklientel haben wir mit dem Bruch dieser Regelung letztendlich getroffen. Wir haben jetzt allerdings zu verzeichnen, dass diese von der CDU und der SPD intendierte Maßnahme auf ganzer Linie gescheitert ist. Auf ganzer Linie gescheitert ist und dass das Bundesverfassungsgericht Landesregierung bzw. im Land Brandenburg bescheinigt hat, dass eben genau diese Erhebung nicht rechtens war. So, und jetzt kann man sich lange darüber streiten, wer wie viel Schuld daran trägt. Wir sind aber jetzt zumindest in der Regierungsverantwortung. Und in der Regierungsverantwortung erwarte ich, dass wir wenigstens den Teil dazu beitragen, dass wir die Scherben zusammenfegen und nicht mitten im Wohnzimmer liegen lassen. Das heißt also, dass wir in der Verantwortung gegenüber all denen stehen, die Beiträge entrichtet haben und letztendlich nun natürlich darauf hoffen, dass sie diese Beiträge auch zurückerstattet kriegen. Und da ist meiner Meinung nach die Landesregierung ganz stark und vielleicht auch der Gesetzgeber gefragt, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass dies und zwar kurzfristig passiert. Und das Gebaren des Innenministers lässt sicher darauf schließen, dass er derzeit nicht auf der Suche nach neuen Freunden ist. Aber die Art und Weise, wie er mit dem Thema umgeht, ist meiner Meinung nach schlicht und ergreifend nicht hinnehmbar. Es ist nicht hinnehmbar, dass man hier verkündet, man wird erst noch mal ein Gutachten in Auftrag geben und nach dem Gutachten wird man das Gutachten bewerten. Und wenn das Gutachten und die Bewertung nicht das gewünschte Ziel ergibt, holen wir vielleicht noch ein weiteres Gutachten ein. Auf keinen Fall werden wir jedenfalls vor dem Sommer zu einer Lösung kommen. Ich finde, dass dies meiner Meinung nach der Sache nicht gerecht wird. Dieses Projekt Altanschließer ist gescheitert und es muss jetzt konsequent auch beendet werden, und zwar mit einer Rückzahlung der Beiträge. Und ich erwarte darüber hinaus, dass der Innenminister eben genau auch nicht sich darauf zurückzieht, dass er sagt, Beitragserhebung ist ja Sache der Verbände. Ich muss mal sagen, die Art und Weise, wie sich genau dieses Innenministerium in die Beitragserhebung in der Vergangenheit eingemischt hat, ist meiner Meinung nach in keiner Weise geeignet, sich heute auf eine Position zurückzuziehen, die da lautet, das geht uns alles überhaupt gar nichts an. Wie viele Hauptverwaltungsbeamte und Verbandsvorsteher wurden denn durch Druck der Kommunalaufsichten und der oberen Kommunalaufsichten dazu gezwungen, genau diese Beiträge zu erheben? Sie sind teilweise mit der Forderung und der Aussicht konfrontiert worden, persönlich für nicht erhobene Beiträge haftbar gemacht zu werden. Und sich in dieser Situation dann hinzustellen, das geht mich eigentlich nicht so richtig etwas an, halte ich also für schlicht und ergreifend falsch. Und wenn wir dann
wenn wir dann bei der Frage der Verantwortung in diesem Bereich sind, dann gehört natürlich auch dazu, zu fragen, wer nun eigentlich die ganze Zeche bezahlt. Christian, ich würde ja gerne den Paten zu Ende, aber wenn du sagst, der Steuerzahler, ist das ja schon ein erster Schritt und nicht der Beitragszahler. Der Steuerzahler wird nämlich aus dem Haushalt des Landes bedient und nicht ich aus dem... Ich würde darum bitten, dass wir André aussprechen lassen. Warte kurz, André, aussprechen lassen und dass wir wieder den Lärmpegel ein bisschen senken, weil der ist wieder ein bisschen sehr hoch im Saal. André, und zwar stelle ich mir dabei eigentlich nicht vor, dass das Land für Ausnahmeeinfälle einzustehen hat. Das wäre in meinen Augen auch vollständiger Quatsch, weil letztendlich ist Abwasserentsorgung ein Gebiet, was sich aus Beiträgen und Gebühren selbst zu finanzieren hat. Aber wir haben hier eine andere Situation. Wir haben hier die Situation, dass in den Verbänden in erheblichem Umfang Kosten entstanden sind, nämlich durch die Beitragserhebung selbst und auch nun durch deren Rückabwicklung. Wir haben uns de facto beim Bürger Geld geliehen und können das mit 6% Zinsen zurückzahlen, nachdem wir am Finanzmarkt dasselbe Geld als Verband nur mit 1% hätten uns leihen können. Und wir haben natürlich erheblichste Rechtsanwaltskosten, Gutachtenkosten, Rechtsverfolgungskosten etc., die wir übrigens als Verband überhaupt gar nicht in der Lage sind, ohne weiteres auf den Gebührenzahler umzulegen. Das heißt also, wir sind im Zweifel gezwungen, diese Beiträge bzw. diese Kosten über Umlagen von den Kommunen zu erheben, weil sie eben gerade nicht gebührentauglich sind. Und da, denke ich, ist das Land moralisch und ich denke auch materiell-rechtlich in der Pflicht, genau dabei zu helfen, diese Kosten zu minimieren bzw. minimieren, da meine ich das aktive Handeln des Innenministers und den Verbänden vielleicht auch pauschaliert in irgendeiner Weise zum Ersatz zu bringen, sodass wir uns jahrelange Rechtsstreitigkeiten auf diesem Gebiet ersparen. Das zweite Thema, was ich ganz kurz anreißen wollte, ist die Verwaltungsstrukturreform. Ich habe also heute ja feststellen können, dass Templin also nunmehr in meinem Landkreis liegt oder im zukünftigen Landkreis. Es wird zukünftig also sicher so sein, dass man also das Navigationssystem zwingend braucht, um eine andere Stadt im Landkreis zu erreichen. Aber was ich prinzipiell, damit war ich, ist nicht negativ Templin gemeint, sondern einfach die Größe der Landkreise. Und wenn Barnim und die Uckermark zusammengeht, heißt das, das Saarland schließt noch einen weiteren Landkreis an. Und insofern ist das also schon eine nicht unerhebliche Größenordnung. Aber was mich eigentlich an dieser Diskussion stört, ist, dass wir über weite Strecken im Nebulösen und Ungefähren bleiben. Das heißt also, wir haben vergleichsweise wenig Konkretes, worüber derzeit diskutiert wird und der eigentlich spannende Teil ist immer mehr in den Hintergrund gerückt und wirkt auch mittlerweile abgekoppelt, nämlich die Funktionalreform 2. Das heißt also, man hat sich eigentlich darauf verständigt, ein Stück weit machen wir die Kreise größer, da ist der Widerstand nicht so groß, das kann ich verstehen. Aber die Funktionalreform 2 ist im Prinzip in keiner Weise ausdefiniert. Und hier, denke ich, liegt aber der eigentliche Sprengstoff. Das heißt also, welche Funktionen werden denn tatsächlich nachher auf die Kommunen runtergereicht und wie leistungsfähig sind denn die Kommunen letztendlich, um diese Verwaltungsaufgaben zu leisten? Und in dem Bereich denke ich mir, Gast oder Genosse? Beides schon zusammen. Und wir sind also, denke ich, dort an so einem Punkt, dass man vielleicht dann irgendwann klar einen Cut ziehen muss und sagen muss, ja, die Strukturreform 2 oder Funktionalreform 2 kommt dann definitiv später und man koppelt sie von der Diskussion tatsächlich ab. Da muss man es aber auch genauso sagen. Aber wenn man denn diese Diskussion so weiterführen möchte wie bisher, dann ist es, denke ich, auch notwendig, dass wir irgendwann aus dem Ungefähren ins Konkrete kommen und tatsächlich sagen, welche Funktionen denn letztendlich runtergereicht werden. Ganz kurz noch zur Finanzausstattung der Kommunen und ich finde also auch durchaus lobende Worte in Richtung Landesregierung. Die Finanzausstattung der Kommunen ist derzeit meiner Meinung nach so gelöst, dass die Kommunen in der Lage sind, den Status quo zu bezahlen. Sie sind nach meiner Auffassung durchaus auskömmlich. Wir haben allerdings eine Schieflage in der Finanzierung der Kommunen und zwar ist bis jetzt immer nur von den Kosten eines Rückbaus die Rede. Das heißt also, man hat teilweise versucht abzufedern, dass in Gegenden und Kommunen, wo also schwindende Einwohnerzahlen zu verzeichnen sind, man diese Härten ein wenig versucht abzufedern. Wir haben aber auch Kosten des Wachstums. Das heißt also, wachsende Kommunen, gerade im Umland von Berlin, die eben nicht in der Lage sind, die notwendigen Investitionen in die soziale Infrastruktur in dem Maße zu leisten, wie es vielleicht notwendig wäre. Insofern gibt es nicht nur negativ, sondern auch positiv Wachstum. Und ich hoffe, dass durch die Kreisstrukturreform nicht womöglich durch erhebliche erhöhte Kreisumlagen diese Schieflage noch vergrößert wird.
Danke. Dann lasse ich das letzte Thema Flüchtlinge einfach weg. Vermutlich ist hier schon viel gesagt worden. Nur einen Satz, immer dann, wenn uns bei unserer Position die Rechten zu nahe kommen, fällt mir immer wieder ein Lied von Reinhard Gräber ein. Der hat da irgendwann mal gesungen, Nazis schnallt den Fallschirm an und macht es so wie Möllermann. Dankeschön.